YouTube! Wow, Indie-Horror, aber diesmal von der allerfeinsten Sorte. Mua, al dente, ne? Also richtig mucho gusto. Wir spielen heute ein Spiel, dessen Titel ich mir irgendwie nicht merken kann, deswegen kann ich ihn gar nicht jetzt gerade aussprechen. Aber es ist ein Spiel, das kostenlos ist und von einem ganz kleinen Team gemacht wurde. Ich glaube, es sind auch nur irgendwelche Studenten, die Videogame Design oder Videogame Development studieren. Aber es soll knackig sein und deswegen schauen wir rein. Und wenn ihr da draußen mir was Knackiges hinterlassen wollt, dann lasst eine Bewertung da. Und nein, kackt mir bitte nicht auf den Teppich, sondern schreibt einfach nur Kackwurst in die Kommentare. Oh nein, das ist nicht gut. Nein, das gibt wieder Ärger mit YouTube. Nennen wir es Pupu-Wurst. Oh, echt jetzt? Okay. Ach, wir fangen einfach an. Es wird nicht besser. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Let's play hide and seek. Louis! Ravenous. Das Spiel heißt Ravenous. Jetzt mir wieder eingefallen. Willkommen daheim. Was ist das für ein Ort? Ich sollte nicht hier sein. Sieht alt aus. Mysteriöses Verschwinden von Kindern. Das kleine, unbescholtene Dörfchen Lisford wurde erschüttert durch eine Serie mysteriöser und beunruhigender Verschwinden von Kindern. Was diesen Fall noch düsterer macht, ist die zunehmende Steigerung, toller Satz, von Berichten darüber, merkwürdige Kreaturen in den Straßen des kleinen Städtchens zu sehen, besonders in der Nacht. Eine silhouettenartige Figur, die Kinder beobachtet beim Spielen im Park oder die von der Schule nach Hause gehen. Okay. Ein Psychopath oder vielleicht auch eine übernatürliche, finstere Präsenz, die Kinder verschlingen lässt. Das muss irgendwie echt krass sein, ne? Wenn in so einem irgendwas fehlt, und zwar eine Kurbel oder so. Das ist ein Regenschirm. Es muss krass sein, wenn du in so einem kleinen Städtchen bist. Und es verschwinden einfach Kinder. Nach und nach. Du weißt nicht warum. Und erst werden Leute beschuldigt. Aber dann schnappen sie die Leute. Und vielleicht hängen sie sogar die Menschen, die verdächtigt werden, im Dorf. Und dann verschwinden weiterhin Kinder. Dann drehst du halt so langsam durch, ne? So. Knauf. Ja, ist irgendein Studentenprojekt, so wie ich gelesen habe. Bin mal gespannt. Aber optisch sieht es schon ganz schnieke aus. Ist es ein Puppenauge? Jep, denn dem Puppenkopf fehlt ein Auge. Okay, das Ding ist zu. Suchst du nach deiner Schwester? Anscheinend ja. Hallo? Louis Zimmer. Okay, nur Kinder im Alter zwischen 1 und 10 verschwinden und insgesamt sind es schon 46 Kinder, die vermisst werden.
Susie Brown, Noah Carson und so weiter und so fort. Lass deine Kinder niemals alleine. Okay, das Schwesternzimmer. Aber sie hat hier irgend so einen Bunker gefunden. Du kannst nicht entkommen. Oh, hier brauchen wir irgendwelche Zahlen. Das Wohnzimmer. Okay, wo bekomme ich jetzt Code her? Charles White, ein Familienvater, hat sich erhangen. Eine Familientragödie. Eine schreckliche Geschichte über seinen Tod, die herzzerreißend war. 43 ist er gewesen nur. Der wurde für mehrere Jahre als vermisst gemeldet. Okay, haben wir hier irgendeinen Code? Ich meine, 43 wird ja wohl kaum der Code sein. Ich muss einen Code finden. Hey, is anyone here? Please, I beg you. I need help. Ich bin da. Louis, it's me, your little sister. I've been trapped here for 2 years. There's something in the basement. A creature that traps and eats children. You have to help. I don't know what's up to, but you need to find a way to open my door. Please, hurry up. I don't want to die. Ist jetzt keine Profi-Synchronisation, aber immer noch besser als KI, ne? Also lieber habe ich eher so trashige Synchros von irgendwelchen ambitionierten Studenten, als dass die KI wieder irgendwas zusammenstammelt. Ein Ort für Louis. Oder Louise? Alter, die Puppe beobachtet mich. Die kleine Susi. Ah, ah. Okay, ich muss die richtige Puppe finden. Hazel. Evelyn. Oscar. Noah. Das sind all die Kinder, die wir eben gerade gelesen haben. Aber wo ist die richtige Puppe? Vielleicht müssen wir sie erst zusammenbauen. Nee, das ist auch nicht die richtige. Ist hier noch was drin? Ah, Daisy. Könnte hier noch eine Puppe drin sein? Ah, hier. So, hier haben wir die richtige Puppe. Irgendwas steckt im Kopf drin. Schlafzimmerschlüssel. Ganz schön. Wow, was war das denn? Habt ihr es gerade gesehen? Was war das für ein Vieh? Wie setze ich denn den Schlüssel ein? Ach, hier. Lucy. Hey, I'm here, behind the door. I don't know where it's hiding. It could be anywhere and soon I might not be able to communicate with you. You need to keep tracking the monster's depth. There might be something crucial in this room you're in, but be cautious. I heard it's moving in the corridor. Geht so ein bisschen französisch, ne? Vom Akzent her. Kinderbild. Die Geschichte. So ein bisschen aus wie der Anfang. Wir sind im Garten und spielen, alles ist gut. Mama und Papa sind drin, machen gerade Mittagessen. Und dann plötzlich, badabum. Okay, wie kann ich das hier nehmen?
Select. Ah, hier. Das heißt, die Arme hochmachen. Guck mal, hier ist wieder dieser Spielzeugzug. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich das Bild hier. Das ist das Finale. Sie wird geschnappt. Es fehlt noch eins. Habe ich dir gerade einen Schritt gehört von diesem Ding? Kann ich mich nicht. Springen kann ich auch nicht. Ich bin das unsportlichste Kind der Welt. Ist da vielleicht irgendwas unter den Büchern? Moment. Ne, hier ist nichts drin und hier hatten wir das eine schon gefunden. Kann ich die Tapete vielleicht runterreißen? Ah, hier. Okay, das wird dann dieses hier sein. 1988. Louis, please listen. I remember now. I don't know what the monster is planning, but I overheard it taking my music box and blasting some keys inside it. You need to search the house, find the music box, and help me escape from here. Oh no, it's here! I have to turn off my light and stop talking, or it will kill me, or what? Throw me out the door! I need you, please, don't leave me. Find my key. Ja, aber ich will da auch nicht raus. Okay, sie haben gespielt, dann kam irgendwie so ein kleines ghoulisches Wesen, hat gesagt, ey, komm mal rüber, ich habe Süßigkeiten. Dann kam der Minizug aus dem Baum und dann, schwupps, wurde die Göre entführt. Alright, hier scheint alles gut zu sein. Okay, ich nehme alles zurück, hier ist nicht alles gut. Hey, 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 lass mich besser mal rein. Okay. 1988. Geburtstagskuchen. Was? Hä? Happy Birthday to you. Ich brauche anscheinend ein Köpfchen. Ich brauche kleine Köpfchen. Ist das einer? Nee, das ist ein Wichtelmännchen. Ah, hier unten ist so viel Kinderspielzeug. Need handset. Need handset. Need handset? Need handset. Okay, vielleicht geht's hier weiter. Ah, hier ist ein Puppenhaus. Kann man das aufschließen? 1-1. Ha. Need handset. Need handset. Ist hier irgendwo eine Schublade, die nicht aufging? Ich habe einen Schlüssel, aber ich weiß nicht wohin. Ah. Ah. Okay, wir machen jede Menge Lärm. Er sagt nicht, ich muss da im Puppenhaus irgendwie anrufen. 1-1. So, und wie selecte ich so? 1-1-6. Whoa. Irresponsible. She suffered because of you. Your mother is upset. So much suffering. You better disappear.
Ah, nein. Alter, was bist du für ein Ding? Was bist du für ein Ding? Okay, das ist mit den Puppen schon ziemlich krank, besonders die Augen von diesen Puppen, ne? Komm ich an die Puppe ran? Happy Birthday to me. Hier ist zu. Wie komme ich an das Puppenhaus ran? Kann das leider nicht rausnehmen. Das muss man irgendwie öffnen können. Ich weiß nur nicht wie. Kann ich's. Hier kann ich reingucken ins Puppenhaus. Geht das hier auch? Türen sind alle weiterhin zu. Die hat den roten Spielzeugzug. Wow, Telefon. Okay. Happy birthday, Lucy. A missing little girl. There's no way out. Your sister is gone. Sie ist verschwunden, weil ich meine Familie ruiniert habe. Ich muss sie zurückbringen. Das ist unsere kleine Familie hier. Ich bin hier für immer gefangen. Naja, mal abwarten. Mal abwarten. So, die Spieluhr. Lucy's. Anscheinend brauche ich da was zum Aufziehen. Ich fühle mich so einsam dieser Tage. Niemand versteht mich. Niemand wirklich liebt mich. Mama ist so kalt geworden und so distanziert. Sie schreit mich eigentlich nur noch an. Sie ist so gemein geworden. Sie ist niemals glücklich. Sie macht mir mittlerweile Angst. Das letzte Mal hat sie mich so hart geschlagen. Ich hatte eine riesige Beule für Tage an meiner Stirn. Und das alles nur, weil ich an Lucys Musikbox sie erinnerte. Als wäre sie wütend darüber. Als würde sie die Erinnerung an meine Schwester komplett auslöschen. Gestern ist die Musikbox einfach so verschwunden. Ich hoffe, sie hat sie nicht weggenommen. Egal, wie auch immer, heute Nacht werde ich gehen und mit meinem Freund spielen im Wald. Ich brauche unbedingt etwas frische Luft und muss von all diesem wegkommen. Es ist gut, draußen in der Natur zu sein. Weg von diesem ganzen Gebrüll und Geheule. Ich schaue nach vorne. Ah. Oh mein Gott, habe ich mich eben erschrocken. Was war das? Ein Stuhl? Oh großer Gott, ein Stuhl, ey. Schlimmste auf der Welt. Endlich haben wir den Schlüssel. Was zum... Okay, Moment. Wer weint hier rum? Was ist das? Warum ist jetzt auf einmal alles verwüstet? Und woher kommen die ganzen dekorativen Puppenteile? Ich wette, sie ist nicht da drin.
Okay, was war das denn für ein Ding? Ein Studentengame, in 6 Monaten wurde es gemacht. Ja. Ich unterstütze immer die Studenten. Oder kleine Entwickler, warum auch nicht? Also es war ganz nett. 6 Monate? Dafür war's gut. Mach das mal besser, ne? Mach das mal besser. Gut, das war, wie gesagt, nur so ein kleines Spiel als Auftakter. Es geht weiter mit dem nächsten Spiel. Let's go. Im nächsten Game geht's um Spinnen. Mögt ihr Spinnen? Nein, ihr mögt keine Spinnen. Ihr hasst Spinnen. Ihr habt Angst vor Spinnen. Ihr findet Spinnen gruselig. Na, jetzt haben wir ein Problem, denn hier geht es um Spinnen. Yep, ausschließlich Spinnen. Habe ich schon erwähnt, dass es in dem Game um Spinnen geht. Also wer irgendwie Probleme mit Spinnen haben soll, der sollte einfach das nächste Spiel angucken und dieses hier einfach überspringen, denn es geht um Spinnen. Ich wollte nochmal erwähnen, es geht um Spinnen. Und Autos. Spinnen und Autos. Das ist so ungefähr das Thema dieses Spiels. Okay, ein Jeep und 1988er. Ey, warum haben wir heute das Jahr 88 so oft? Alles ist irgendwie 1988 passiert. Die große Spinnenplage. Damals. Vor 36 Jahren. Verrückte Zeiten waren das damals. Verrückte Zeiten. Okay, es gibt auch Wölfe. Entwarnung, vielleicht geht's doch nicht nur um Spinnen. Vielleicht geht's auch um Wölfe. Was machen wir hier draußen? Anscheinend treffen wir jemanden, denn hier brennt Licht und es waren ja 2 Autos. Klingt nach einer Spinne. Klingt nicht wie ein Wolf. Scheint so, als wäre der Strom aus. Ein Eisenrohr und ein Zippo. Kein Strom. Ganz alleine hier draußen. Schauen wir mal, wo irgendwo hinterm Haus soll der Generator sein. Komme ich denn da hin? Muss ich da irgendwo rumklettern oder ist es auf der anderen Seite? Ah, hier. Naja, das ist jetzt kein Generator. Das ist ein Sicherungskasten. Besser mal wieder zumachen. Kann ich das zumachen? Nee. Schade, ich hätte es zugemacht, die Klappe. Ist da hinten ein riesiges Spinnennetz? Was will er denn machen? Sich eine Pfanne schnappen? Bewaffne dich mit einer Pfanne. Schlafen gehen? Sind da Schneespuren oder ist das irgendwie Spider-Juice? Erstmal ein Feuerchen anmachen. Gute Idee. Mehr Licht, auch eine gute Idee. Können wir pennen gehen? Ich kann mit der Tür interagieren. Haben wir sowas wie einen Kühlschrank? Was zu snacken wäre jetzt nicht verkehrt, ne?
Okay. Ich soll hier nach Gegenständen mich umsehen. Was wäre denn nützlich? Ich würde sagen, das Ding hier wäre nützlich. Streichhölzer wären nützlich. Das Eisenrohr wäre nützlich. Der Vorschlaghammer wäre nützlich. Es gibt doch einige Dinge, die relativ nützlich wären. Aber nichts davon will er mitnehmen. Ah, hier ist ein Zettel. Ein Zettel. Was steht denn da? Hey, Bro. Ich habe versucht, dich anzurufen und dir zu schreiben. Doch ich habe nichts von dir zurückgehört. Okay, sie sind schon mal losgezogen. Wenn ich bereit bin, soll ich hinterherkommen. Olli. Okay, der Mann scheint ziemlich nervös zu sein, ha? Huh? Verdammt, Alter. Geh doch an dein Telefon, Olli. Er nimmt wirklich den Sledgehammer mit. Und das Feuerzeug. Er ist nicht komplett verblödet. Jetzt will er doch nicht allein in diese Höhle gehen. Und dann auch noch nachts. Also... ich weiß ja nicht, ne? Weiß jemand, dass du hier bist? Irgendjemand? Oder ist das wieder so eine Aktion mit, ich habe niemandem Bescheid gegeben, ich bin spontan bei Dämmerung losgefahren, damit ich pünktlich hier bin, wenn es dunkel ist? Und gehe jetzt total unvorbereitet, ohne vernünftige Ausrüstung? Ah, ne. Okay, er ist nicht komplett verblödet. Er will schlafen. Er will schlafen bis zum Morgen. Gott sei Dank. Wir spielen jemanden, der... anscheinend irgendwie Grips hat. Wir könnten das Ganze hier überleben, YouTube. Wir könnten es eventuell überleben. Wenn der Killer-Elch da draußen uns nicht frisst. Guter Mann. Guter Mann. So, mach hier zu. Nochmal aufwärmen. Ach, besser. Und rein mit uns. Olli ist uns doch völlig egal im Grunde, oder? Ich konnte den Typen eh nie leiden. Bisschen besser schon, oder? Und ich bin ausgeruht. So, jetzt geht's aber in die Killerhöhle. Randvoll mit Spinnen. Ich habe den Leuten Spinnen versprochen. Das ist aber auch irgendwie kein natürliches Verhalten, oder? Wie die Tiere uns überall beobachten. Was die wohl denken. Ey, der geht wirklich da rein. Was für ein Idiot. Okay, noch funktioniert die Taschenlampe, aber wir haben ja auch noch hier so ein kleines Feuerzeug. Das kann ich kombinieren. Mit Papier. Mit Ollis Notiz. Daraus mache ich dann später eine 2-Sekunden-Fackel. Die aber ausreichend ist, um das Spinnennetz anzuzünden, das dann wiederum brennt wie blöde. Oh, hier ist sogar eine Fackel. Die muss ja jetzt schon eine ganze Weile brennen, ne? Kann man die mitnehmen? Spinnennetz. Jetzt haut er sich da mit dem Hammer durch, oder was? Weißt du, wie lange das dauern würde? Wow, wow, wow. Sie sind in meinen Haaren, sie sind in meinen Haaren! Behalt deinen Hammer, Bro. Behalt deinen Hammer. Was ist das? Ein Foto?
Polaroid Picture, aber... Du gehst da wirklich runter, ohne Seil, ohne irgendwas? Das ist ein menschlicher Schädel, nur so als kleine Randinfo. Ach, ich kann auch wieder hochklettern. Okay, mein Freund, noch ist nichts passiert. Wie wär's, wenn wir einfach wieder hochklettern und nach Hause fahren? Wir können ja dann die Behörden oder was weiß ich informieren. Wir rufen jemanden an. Wir lassen Olli hier nicht hängen, sondern wir holen Verstärkung. Das ist ein verdammt großes Spinnennetz. Okay. Tja, wie du siehst, ist hier niemand. Was war das denn? Es klang wie ein Hammerschlag. Aber die sind ja auch noch mehrere. Scheint ist die Höhle eingestürzt. Tierschädel, das war eine Riesenspinne. Das war eine Riesenspinne, mein Freund. Hat der das gehört? Wir haben das alle gerade eben gehört, oder? Ich habe kein Seil. Jetzt gibt's keinen Weg zurück mehr. Oh, aber du hast doch diesen super geilen Hammer. Warum funktioniert der hier nicht? Oh no. No, 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 no. Ah, nein. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Warte mal. Was hier mit dem hier ergibt Fackel. Kann ich damit Spinnennetze verbrennen? Ich kann Wurzeln verbrennen innerhalb von Sekunden. Das muss man erstmal hinkriegen. Ist hier irgendwo noch ein Foto gewesen? Anscheinend nicht. Jetzt, ich soll dagegen hauen oder was? Irgendwelche Vorschläge? Ich kann das Ding wohl kaum werfen. Alter, er nimmt hier... Boah. Alter, ich bin so krass. Also ich muss mir über Riesenspinnen überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich zerreiß die ja in der Luft. Warum ist jetzt die Taschenlampe kaputt gegangen? Oh oh. Wie jetzt? Ich habe kein Feuerzeug mehr. Das war ein Einmal-Feuerzeug. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Das ist die Crew. Olli. Er ist der große, starke Mann.
Dann hier unten, das ist der mit dem ernsten Gesicht. Und der andere ist der optimistisch oder was? Ihr werdet hier unten verrecken. Da war mal eine Brücke. Ja, aber... Wer hat die gebaut? Würde ich mitnehmen. Flashlight, nimm doch mit. Echt jetzt? Der lässt sie einfach liegen? Okay, kann ich hier meine Fackel anzünden? Was ist das für eine Fackel? Die ging nur einmal. Ihr wollt mich doch... Ja, die ging nur ein einziges Mal. Dann nehme ich doch lieber den Hammer wieder in die Hand. Okay. Als ob der mich nicht gesehen hat. Wie bei mir zu Hause. Wir haben auch immer so viele Riesenspinnen. Ich muss Olli finden und seine Freunde und dann von hier verschwinden aus dieser verdammten Höhle. Ja, aber erstmal wieder weiter reingehen, ne? Ich folge einfach den Fackeln. Mein Gefühl sagt mir, folge den Fackeln. Was könnte da hinten schon sein? Geht's überhaupt weiter? Potenziell vielleicht sogar ja. Oder auch nicht. Der sah so aus, als könnte man ihn zerstören, ne? Okay, aber wer hat denn hier früher mal gebaut? Das ist das Telefon von Olli. Das Ding ist kaputt und wenn ich eins weiß, dann Spinnen hassen Feuer. Spinnen hassen Feuer. Flammenwerfer wäre jetzt genau richtig. Wahlweise. Ich hole meinen Hammer raus. Ich habe meinen Hammer. Wenn eine Spinne kommt, bam! Spinnenmatsch. Oder ich werde gleich Matsch. Nicht gut. Es gibt doch immer eine Riesenmutti. Hey! Hey! Over here! Oh my god, Patrick! Is that you? Leighton! Where's Ollie and Steve? We need to get out of this cave! Right now! I don't know! I can't find them! I lost them hours ago! Leighton! Behind you! Move it! Run! Ey, du hast in so einer Höhle absolut überhaupt gar keine Chance, ne? Ich meine, die Dinger sind gigantisch groß. Du hättest null Chancen, wenn es solche Viecher gäbe. Wir hätten als Menschen so verkackt. Kennt ihr den Film A Rack Attack? Okay, ich meine, wir haben Flammenwerfer und Maschinenpistolen. Und Spinnen sind nicht immun gegen Flammenwerfer und Maschinenpistolen. Aber in so einer Situation...
Nur wir so als Mensch? Ohne irgendeinen Bonus? Bah! Oh. Oh, was ist das? Eine Schlange? Was ist denn hier unten noch alles aktiv? Die sind uns auf jeden Fall in jeder Hinsicht überlegen. Ich denke mal, Leiten ist tot. Irgendwelche Strukturen, Gebäude, ne? Eine alte Zivilisation, die die Spinnen angebetet hat. Rucksack. Eine Kamera. Ah. Kann man da irgendwie Play drücken? Sehe ich jetzt, was aus den anderen geworden ist? Alter, die gehen da auch mitten in der Nacht in diese Höhle, ne? Ah ne, sie kommen erstmal bei der Hütte an. Okay. Doch nicht komplett wahnsinnig. Tja, der Kameramann stirbt immer zuletzt. Wurde wahrscheinlich von der Spinne gefressen. Was meint ihr, kommen wir hier nochmal lebend raus? Alter. Die kann sich doch locker hier durchzwängen. Oh Gott, wenn die jetzt von vorne kommt und von hinten. Nicht gut. Alter, Spinneneier. Oder Opfer. Irgendwelche Tiere, Fledermäuse. Oh mein Gott, was machen die mit einem? Oh, Stevie, du arme Seele. Alter, die haben den richtig abgenagt. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Bei den Geräuschen hier drin wird man richtig paranoid.
Also irgendjemand muss hier an dem Punkt noch am Leben gewesen sein. Wahrscheinlich Olli. Ich wette, Olli haben sie eingesponnen. Plötzlich Tomb Raider. Was ist das denn? Ist das Lava davon? Ist das Lavabecken? Okay, was für ein abgedrehtes Spiel wird das hier langsam? Ah, eins. Aha. Zwei. Hä, warum muss es... Okay, ergibt keinen Sinn, aber na gut. Das ist die 3. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber... Okay, let's go. Würde ich mal behaupten. Gar nicht wissen, wie schwer es ist, so eine Tür aufzumachen. Dieser Hammer, du, der ist einfach für alles gut. Schnell drüber rennen? Wie willst du denn hier wieder rauskommen? Man halt immer hinfällt, ne? Wie man einfach immer am Hinfallen ist. Erstmal auf den Rücken legen. Kampfposition einnehmen. Olli? Olli, sag mir nicht, dass du in eines dieser Dinger bist. Rip. Olli, it's me, Patrick. Can you hear me? Come on, we're leaving now. Let's get out of this fucking cave. Oh, jetzt kommt Mutti. Okay, wie willst du da aber auch rauskommen, ne?
Also du kannst froh sein, wenn sie dich direkt töten. Viel schlimmer ist, wenn du in irgendeinem Kokon landest. Nochmal zu dem Spinnengame zurück. Also du hast da echt gar keine Chance. Die Dinger sind uns so körperlich überlegen, wenn die so groß wären. Und dann kennen die ja noch die Höhle in- und auswendig, weil das ihr Revier ist. Und dann noch die Spinnenmama. Also wenn du da kein MG hast mit einer Menge Munition, dann kannst du eigentlich direkt sagen, jep, bringt mich um, aber bitte spinnt mich nicht ein, dass ich langsam von der säurelastigen Spinnenwebenwolle da zerfressen werde oder sowas. Das wäre wahrscheinlich das viel, viel schlimmere Schicksal. Aber es geht weiter jetzt mit einem weiteren Indie-Horror-Game, das im Moment so einen kleinen Hype hat. Alle sagen, es wäre extremst verstörend von der Geschichte her. Also da wird richtig kranke Kacke abgehen. Leider gibt es dieses Spiel nur auf Russisch, was die Sprachausgabe angeht, mit englischen Untertiteln. Ich werde versuchen, so gut ich kann, euch immer wieder die Sachen zu übersetzen. Nicht das Russische, sondern logischerweise das Englische. Mein Russisch ist ein bisschen eingerostet. Wir starten jetzt direkt. Auf geht's. Ja, und schon bin ich drin im Game. Das ist ja nicht mal ein richtig russisches Zimmer. Teppich an die Wand nageln, das ist sowas von russisch. Dobro jutro. Guten Morgen. Jedasi. Friss, Alter. Bin ich hier im Gulag? Mutter war früher Wärterin im Gulag, die kennt's nicht anders. Da wird das Essen unter der Tür durchgeschoben. Was ist das, Fruit Loops? Schön reingespachtelt. Okay, ich bin gleich draußen. Nur noch schnell umziehen mit den Schulklamotten. Dann gib mal her hier den Fetzen. So, ich bin bereit für die Schule. Zdrav, Filip. Mne včera toliko fajný večej prinesli. Ty samo ofigeješ. V škole pokažu, ako prídemo. Potom i majmo bude obvezno prankovati Agatu. Odigrajemo za včerajno. Jeben, nemogu třepěti do školě. Představ, mě darovali magnetofon. Magnetofon? Alter, eine Boombox. Episch. Okay, die haben richtig Bock auf die Schule und er hat ein Magnetophon und kloppt jetzt erstmal den Doom-Soundtrack rein. Und so geht man in Russland zur Schule. Schön den Doom-Soundtrack ballern im Magnetophon. Hashtag Magnetophon, Alter. Včera u nás byli gosti. Oni prinosili naše omijené klubničné kekse. Oj, tobě se udalo stačit mě chodby jedin? Rozumějí se, prijatej. A. Dokol ty tam vozití, já vše jedaju. Ach, ty jsi kakaska. Kdy nebuď já tobě celou škatuli dostanu. Já slovo na větr nekýda, ty. No, no. Okay, gestern hatten wir noch Besuch. Der hat eine ganze Schachtel Erdbeerkekse mitgebracht. Sie hat ihm einen aufgespart. Der hat sich total gefreut. Der wurde weggesnackt. Aber sie hat gesagt, eines Tages werde ich dir eine ganze Schachtel vorbeibringen. Aber er glaubt erst daran, wenn er es sieht. Zrekakova je hren. Uhoti. Polož tuto jvěst na stůl, dopoka on neje přišel. Okay, was ist das? Ein Furzkissen? Wo ist denn der Stuhl? Also wir sind so kleine Rabauken, so kleine Gangster, die irgendwie die Mitschüler verarschen. Alter! Wow! Bustos perdonu! Krasovče Filip, na nastupnoj trenini trenkam Agatu. U mene už vse je gotovo. Agata Varga. Ovde. Agata, mne včera povedeli o tom, čo ty jesi delala. Ja to byla samošum. Ničego i slyšať ty nehoču. Dneš ja jesem pozval i vse poviedu tvojemu otcu. Nehaj on razriebaje. A mne ne do togo. No. Molča ty. Prodolža ty. Gabriela Drobny. Ovde. Žiroslav Ivanov. Ovde. Gustas Klein. Ovde. Filip Melnik. Ovde. Johan Novak.
Ovde. Olga Ševčenka? Ovde. No, vse tu, to je dobro. Segodně mi nastavimo i sledovatý množeně. Spojič to já jsem prinesl segodně. Ucho ty, a může probovat. Ne, ach, to je za prenku. Vtrhni gazervu i předloží Agate. Okay, Agatha ist wohl das nächste Opfer, was sie hier pranken wollen. Die hat jetzt eben gerade schon ein bisschen Ärger von der Lehrerin bekommen. Ne? Ich denke, es wird so in die Richtung gehen, die pranken hier rum und irgendwann geht's einfach zu weit. Oder irgendjemand rächt sich auf die übelste Art und Weise. Was ist das denn für ein Bild? Wird wohl die Erdbeerkekse genascht. Okay, bist du Agatha? Хочешь газировки? Oh. Ну, пробуж. Филипп. Co ty na objedač? Ne. To znači Johan. Mě za tuto idiota tu čas otec pokarati. Tvrdě pokarati, Filip. Ty můžeš mi pomoct zvrotit z toj situácie. A kako? Ako můj otec tobě zvoní. Ty můžeš li pověti, že Johan lhal? No dobro. Hvala tobě ogromno. Dobro, daj tu svoju gázovku. Was ist da drin? Brechmittel? Okay, die haben die geschüttelt. Also die machen sich auch untereinander ja, irgendwie fertig. Czekaj mene, dobro? Počekate mi. Ja tako zastariti. Ja svimi dneš ne idu. Treba uspjeti do doma. Pamentaj. Ako moj otec zvoni, to Johan vse navral, inak mene zadut vzbučka. Dobre. Ďakuju, Filip. Ciao. Ich finde die Gesichter irgendwie verstörend. Richtig verstörend. Also, hey. Ich soll... Не минуло і полгода. Брехня. Чекамо на Агату? Не, вона біжала до дома. Ну, добро, ідемо. Also wir sollen dem Vater von dem Mädchen erzählen, dass er hier gelogen hat, weil sie sonst zu Hause Dresche bekommt. Co ty na ňu klevetati? A čo ja jesem tu časno? Ona govori, čo jej otec pokarati za to. No i dobro. Ako by nas s tobom ne pokarati? On jej žestoko pokarat. Da ne briskaj. Ona poprosila mene kazati, čo ty lgane. Komu kazati? Jej otec. Ich merke schon, der Kleine ist so eine richtige kleine Ratte, ne? Er sagt direkt so, naja, was haben wir jetzt davon? Dann wird eben nur sie geköpft. Willst du haben, dass wir alle Ärger bekommen? Co také? Ne govori mu o mne nič to. Čemu? Ja jsem s ním byl v Turki. A kako jest Agata? Ta norma vse s jej bude. Ona jest jego dočerka. Svoje detetno obično kaznet ne tako silno. Možno, on samo kričí na ňu, daj vse. Netrevožiti se. Ona je sila devčina. Chren zna, priateľ. Das ist schon krass, ne? Ihr geht halt einfach davon aus, dass ihr Vater sie schon nicht umbringen wird und anscheinend gab's schon mal Probleme. Filip, kto tobie jest drogi? Ja ili Agata? Bober! Što? Bober! Kurva! Bober! Bober, ja perdone! What? Hä? Was ist ein Bober? Das sah aus wie ein Riesenmeerschweinchen. Mein Otec nekako strašilo Bobra. Ale ta kurva nevzela jeho pri priezdu. Ein Bobe? Nič to. Ja sobie tako potom vzdelati. Ja už na šťurkách praktikoval. Od nich vonia ešte. Od tebe voniało. Okay, die haben anscheinend richtig Angst vor diesen Dingern. Ty samozavistíš mojemu prírodnom dekolone. Ich glaube, das wird ein richtig weirdes Game. U mene dela. Poka. Poka. Okay, er geht jetzt nach Hause, will nicht angerufen werden. Wir hören uns später. Was sind das eigentlich hier für Missing Child Bilder wieder, ne? Wohne ich hier? Anscheinend wohne ich hier.
zglotný, prasetko! Die Mutter ist immer so nett, ne? Ach, zu Hause im Gulag ist es doch echt am schönsten. Und es gibt wieder Fruit Loops. Ha, was denn auch sonst? Danke, Mutti. Danke, dass du dich darum kümmerst, dass ich nicht verhungere. Was ist das, der russische Terminator? Chachator? Was ist Chachator? Извините, Вилком. Как зовут эту грязин? Йохан. Последний раз твою ёбку не было достаточно? Трогаем гнилу Глаутову, пиздюку. То правда, что то ощущение налгала? И мне теперь с тем говном ебать. Если тихо, ты то хочешь достать? Агата в селгате. Ты мало куривай. Oh, verflucht, Alter, was geht denn da für eine kranke Nummer ab? Okay, der Vater ist ja voll der Psychopath. Und wir haben jetzt nochmal eiskalt gelogen. Hat er seine Tochter gerade umgebracht? Okay, das war ganz schön heftig. Das war ganz schön heftig. Er wollte wissen, wer Lügen erzählt. Dankeschön, Mutter, für meine Gulag-Nahrung. Okay, irgendwas ist passiert. Er will es mir persönlich sagen. Das Mädchen ist tot. Der Vater hat sich so vergessen, hat das Mädchen totgeprügelt oder irgend sowas Krankes. Tschüss, Mom, ich geh raus spielen. Taková mora. Co se stalo? Mně v okno jde ogromný kamen. Na jebaně. I chlapec se mal matom. Maty pošla s ním rozpoznávaty. Dělala, čo to nebuď koristno. I ty znaješ, kto to byl? Kto? Otec Agaty. Filip, ty mu mene poddati? Priateľ, bude ti povedati. Ja jsem se jedno uznatý. No to je Agata. Ja jsem ti včera aj govoril. On mi telefonoval a ja mu govoril, že Agata vse svrgla. Wir sind eigentlich auch richtig mies, weil im Endeffekt lügen wir in beiden Lagern so ein bisschen rum, ne? Wir sagen erstmal dem Mädchen so, ja, ich kümmere mich darum, der wird schon die Wahrheit sagen, mach dir keine Sorgen. Und ihm schmieren wir auch so ein bisschen Honig ums Maul, damit er halt nicht von uns enttäuscht ist. Wir sind halt so eine richtige kleine feige Wurst. Ja, gestern hat dann jemand einen Stein durchs Fenster geschmissen. Das war Agathas Vater, der draußen komplett hohl gedreht ist und rumgebrüllt hat. Und seine Mutter hat versucht zu schlichten. Dobro, ačkoli kameniem mene nezadal. Nu i suka bliat. Mne ne tako lekko zastrašati. Tu daevu. Okay, keiner wurde verletzt bei der Aktion gestern, aber was ist mit Agata? Ob die heute in der Schule ist? Oder ob ihr Vater sie wirklich krankenhausreif geschlagen hat? Ja včera i smogl uloviti priede ščur. Oho, a kak? Ona je upala v jednu iz pasti. Ja je smúspel dokonce i s jeju igrati, dopoka ja jej nemoh kanuti konečno. Alca! Vyskúši vierojetno ponovno bylo? Ta ne, ona vonia je dosť slodko. Netoč to od tebe, brate. Fú. Vám ponovno odkľúčili vodu? Da ne, to moja ličná aura, treba zatmiti tvoju. Okay, gestern hat er irgendwie eine Ratte. Eine Ratte geschnappt und die war in der Falle und die hat er irgendwie noch gequält. Der hatte noch Spaß mit ihr, bevor er sie dann fertig gemacht hat. Also er ist auch schon irgendwie so ein richtiger kleiner Sadist, der Typ. Gledi, Žiroslav ostavil svoj sok na partu. Imajš s sobou kakogo? Pomidorne? Fú, mrzkost. On je porabateč, to li byl? Vierojetno,
Poslušaj, a to je odličný variant. Zamienim o tvoj sok na jego? Tuto prieskok bude. Giustaš govoril, že on neľúbi pomidaranú sok. On samo obpľuje sa. A ty popíti v koncu vkusný sok. Zvúči ako plán. Okay, wir wollen jetzt meinen Tomatensaft gegen ihren O-Saft austauschen. Der arme Leute O-Saft. Aha, Tavarka. Ovde. Gabriele Drobny. Ovde. Žiroslav Ivanov. Žiroslav? Ah! Ojojoj. Žiroslav, milý, ty v poriadku? Možno ty pojti doma i odležati? Da ne, pani Višnevsku, jedino nevkusný sok ispity. Bedňáška? Da, pomogu ti priučiť se. Auf seinen Rucksack gereiert. Da wenigstens die Lehrerin netter. Čto, daj mu nastavimo prezvič. Gustav Klein. Ovde. Filip Melnik. Ovde. Johan Novak. Ovde. Olga Ševčenka. Ovde. Vse tu, dobro. Vy počekaj, a ja napisu na doske, že my budemo prohodit se godňa. Okay, Agata lebt noch. Ich hab gedacht, die ist heute nicht hier. Psst. Filip. Sporo, ty nepadneš v pani Višnevsku tři razy papírkom. No, ako ona nebeží, to i majú vse šance. Krsavec. Okay, die haben eigentlich nur Schwachsinn im Kopf, ne? Žeti, nerazpustati, prosím. Erinnert mich an meine Schulzeit. Ich war auch ein richtiges, kleines... Naja, kein riesen Arschloch, ja. Ich habe jetzt nicht Leute irgendwie so in Schwierigkeiten gebracht, aber ich war schon ein kleiner, fieser Sack. Klassenclown halt, ne? Kaka, že vy zajebali. Raz jesem terpela vaši tupie zranie zarte, po tomu, čto verila. Čto u vás seč tchoti kapia griobanoj debroty. Každý dzene menej čekati toľko sránaj bolč i razočarovanie. Te a nadeju, čto hoď by bylo, nadeju uspiešenie, srov vás malenkých svolečeju. No vy taky jej biezčne mrazy, kak i vé se tyto jubany mir. Se nogi mej zis bolšie nebudute kačertiem sobačem. Sie hat gekündigt. Wow. Krasova, Filip. Odlično su čenstljeno. Ich bin halt mies der Mitläufer, ne? Priateľ, mne je potrebno, aby ty odvliek Agatu, dok ja pripravím prank. Okay, ich soll sie ablenken, weil er schon den nächsten Prank am Laufen hat. Was ist das denn hier? Was ist das für ein Poster, ey? Bewerbung für Trenn. Guck mal, seitdem ich Drogen nehme, habe ich richtig dicke Muskeln. Boah, geil. Okay, ich soll die... Ah, hier Agata, ist sie. Agata, pozdrav. Jestli ty glendela včera Multikovi po televizorie? Ne. Televizor jedino za otca. Ja takože negledal. Multiky sú detetny. Agata, tvoj otec, on je veľmi strašný. Ja znám. Dobro, úrok skoro bude počinatý. Čas na svoje kraje sedieti. Boah, ich wette, Agata dreht irgendwann komplett durch. Veselno bylo, da? Das Gesicht. Nee. Oder kto der dreht durch. Kto od vás Hroňovoj privedl pani Višnevsku do... Bože, to kaký užas! Agata, odvrati to i svoje partie. Agata, ty jesi gluha. Ja imaju napad. No čo ty budeš delať s tými detami? Filip, vy lično živete okolo? Vodite Agatu do doma. Nehaj jejny otec vsego to rieši se. Dobro, pani klubnika. A sad priznajte, kto privedl pani Višnevsku do Solza? Oh Gott, die soll es jetzt zu ihrem Vater bringen und der soll sich darum kümmern? Sklosno. Johan, prestarate se. Ja, akolič to neviedel, že on tobie podsunut mrtvú ščurku. Ty v pariadku? Aha, se je normálno. A nápad? Pes je nepríjemná,
ale já viděla i gorší. Nerozuměl. Ty lgavaš, že ty i máš napad? Jedva neželala sjedati na úroke. Dopokav se budu tklenti za paní Vysněvsku. Aber die Frau Klubnika ist auch schon echt ziemlich räudig gegenüber ihr, oder? A kako by privesti tebe do doma? Ja nechču doma. Idemo igrati. Tak ti možeš zagladiti svoj krivnju za ščur. I za vse ostalo... No što ti povjećeš? Ja... Bobr, kurva! Was zum Geier ist das? Johan, kurva! Ti tu kakogo čerta? Propustil. Ja gležu, že Agata jest v porządku. Smiejaje se už. A ja jesem želal bylo prositi izvinja za čurku? Nikogda ne jest pozno. Agata, dragi, ja jesm neiz zlo. To bylo i za šale. I v odplatu za to, že tvoj otec razbil mi okno kamenjem. Ta, mi idemo bistro, dopoka ne zažegli mene. Ja znaju odličnu poljanku za igri. Okay, die wollen jetzt also alle blau machen. Ja, und unser Mate hier, den wir spielen, der ist übelst der Mitläufer. Er knickt bei ihr ein, er knickt bei dem ein. Und sie will nicht nach Hause, weil ihr Vater voll der Psycho ist. Johan, mene ist za tebe otec pobil. Biti znači ljubiti. Tuta ti porosti i pojmati. Mi vsi prohodimo se tutim. Alter, was für eine Aussage. Brzo ja sam glupu groši i pobjeg od toj suki nazad k batje v grod. A kako jesmo? A hoćete li vi i ja vzmuti s soboju? Ja bih vidjel grod. Ti jesi li ti se vsim sposobni vzbrati nas s soboju? Isto, imaju jedinu ideja. Er sagt einfach mal so, naja, dein Vater, der dich da prügelt und wütend wird, ist nur ein Zeichen dafür, dass er dich mag. Also ist ja auch richtig eine gestörte Ansicht. Die Kinder sind irgendwie alle komplett gestört. Давайте играть в ховатки. Чурне я возим. Чурне есм. А, блин. Вставай у ток древа и почин счисляти. Okay, jetzt spielen sie verstecken. Und jetzt nimmt das bestimmt einen ganz, ganz bösen Lauf. Agata? Du gruseliges kleines Gör. Was ist das denn? Ein Zelt? Na schau. Okay, hier ist einfach mal so ein Zelt. Mit einem Haufen Bierdosen. Wo ist jetzt die Kleine? Wo treibt die sich rum? Mit dem zerlegten Auto? Okay, ich kann auch in die Richtung gehen. Das Spiel hat irgendwie so eine richtig unangenehme Atmosphäre. Man denkt sich halt die ganze Zeit, was passiert hier gleich Abartiges? Nee, in die Richtung kann ich nicht gehen. Ey, musst du mir nicht helfen zu suchen? Agatha, es wird langsam dunkel. Denn hier ein altes Boot? Das war ich aber irgendwie auch schon überall, ne? Hier oben ist wieder das Zelt. Hier geht's nicht weiter. Nee. Okay, die hat ein richtiges Profi-Versteck. Wo ist die kleine Göre? Agatha? Nein. Oh Gott! Čurne ja vozim. Čurne jesm ja. Ja nechču voditi. Da dobrý tobě. Nič to strašný nebude dějati se. A Johan bude nastupný, da by bylo čestno. A nebudu.
Okay, ich soll mich verstecken. Ich gehe da einfach hier hin. Das Boot. To nebuď nejest tako. Pěše bolje prověriti. Was? Wie, was ist... Was ist los? Was war das? Alter, was hast du gemacht? Kakogo chuje, Johan. Ty zavezl jej šnurky? To je samošála, brate. Ona tu čas vstaje. What? Mě zdaje, ona nedýhaje. Johan, to nejest vse smělo prijentno. Tvoje žartky is hodet bleď is pod kontrolu. Alter, was ist los mit dem Jungen? Der hat die einfach niedergeknüppelt. Johan, nám jest potřeba pomoct ti vozrastli. Ty postup za něho a já běgaju k paní Klubnike. Was? Alter, du lässt sie doch nicht mit dem Psycho allein. Frau Klubnika, die wird wahrscheinlich auch noch sagen, es ist Agatha schuld. Wäre es halt mal einen Schritt zur Seite gegangen, als der Stein auf ihren Kopf geflogen ist. Johann ist ja übelst der Psycho. Pane Klubnika, tam Agatha udarila glovoju o kamen. Kakam roza treba biti, Filip, aby postarati tako s mene. Prosím, to sudce odbili slučajno. Jemu jest potreba pomokti. Ja jesm bojazne. Kako mene zajebali vaše žartky. Pane Višnjevsku, von, už doveli. Vseš uroky sad sud slivati se na moje rameny? Pane Klubnika, prošu! Da mi pohuj na tvoju prošu! Ti svoj glupi gloveskim všako ne shvaćate što vi stvoril. Prosim, ja jesm mnogo žalj. Ja prošu, pomužte! Vtorna vaša zasmieška. Ja nebudu pokúšati v tom rozbrati se. Do zatvora školy ostaješ v klase i pomyslíš o svojemu ponašaniu, mali spinozras. Ohroniteľ tebe i spústi, kýkda nastúpi čas. Pane Klubnika, nikako protivrieči? Oh mein Gott, sie glaubt uns nicht, weil wir so oft halt geprankt haben, ne? So dieses typische, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch selbst wenn er die Wahrheit spricht, Prinzip. Und jetzt hat sie uns hier eingesperrt und die Schulwache, Alter, hier ist ja alles Gulag. Die Schulwache lässt uns nicht mehr gehen. Oh Gott, die ist tot. Die ist sowas von tot. Und der Vater ist ein Psychopath. Ey, ich wette, das wird richtig, richtig düster noch enden. Blut, I mají naději, že s ním vše je v redu. Třeba by zvati Johanu, kda do doma přijdu. Okay, will Johann anrufen, sobald zu Hause ist. Geht jetzt einfach davon aus, dass die sich wieder gefangen hat. Ich will einfach nur nach Hause. Was zum... Werde ich jetzt hier gestalkt? Aber die Lehrerin ist auch echt richtig mies, ne? Die ist auch komplett überfordert mit der Gesamtsituation. Treba probovat i zvati Johanu. Dann rufen wir mal an. Alter, die Mutter. Mama? Oh mein Gott. What the heck? Das ist Asthma-Gerät von Agatha. Dobro jutro. Meine Mutter ist echt furchtbar. Aber sie macht dauernd Überstunden im Gulag. Die interessiert sich auch einen feuchten Dreck eigentlich, ne?
Johan? Johan, tuto ty? Priateľ, ne je to prientno. Priestav! Das war der Vater. Čo tu dělá inhalátor Agaty? Hat er mir den jetzt untergeschoben, damit ich verdächtig werde, wenn man die Leiche findet? Und sagt am Ende... Oh Mann, du musst das loswerden, das Ding. Niečo on opozňaje sa dneš. Čekajú jeho... Tak ty jeho čerty nose! Možno on bez mene pošiel v školu? Kurva, ja opozňujú sa. Der wird mir das unterschieben. Der wird mir das hart unterschieben. Weil du so ein Trottel bist, so ein Naiver. Was ist mit diesem Auto? Das haben wir jetzt schon so oft gesehen. Boah, ich hoffe, Agatha ist jetzt einfach in der Schule und hat nur eine Platzwunde. Auto i náš pájac je govin. Išel i vojdi normálno. Pani klubníka, izvinite za opozdnenie. Mogete li ve ujti? Čo s tobom delať? Prohodi? Wie damals bei mir in der Schule. Ja, genau derselbe Spruch. Filip, ty oherel? Mala ty jesi mraz. Pani klubníka, ja jesem sedal na niečto. Mene boli zliv. No i kravavý... Blять, i весь пол засрал. Отирати сам будеш. Марш в больничарний пункт. Будемо тебе обработати. Was war denn da jetzt auf dem Stuhl? Reißnägel oder... Der ist aber auch alles völlig egal, ne? Der Ako Lehrerin. Jesi myslil, že gvozd v gúzne te izbaví od kazň, to jesi pogriešil. Ty i dneš ostaješ posle úrokov. Budeš stúl odmývati? Rozumiete. Alter, ich hab Nagel in meinem Hintern. Aha, ta varga. Agata ist nicht da. Ну и добро. Габриела Дробная. Обде. Жирослав Иванов. Обде. Юстас Клейн. Обде. Филиппе. Тут все есть ясно. Йохан Новак. За что мне все то ебанье? Hat er einfach einen Nagel da reingeballert. Mhm. Und ich verblute irgendwie alles und sie sagt nur, ja, nach der Schule kannst du es schön sauber wischen. Mit deinem Hintern Blut. Da hat jemand gehustet? Der Twist am Ende, Agatha hat Johann getötet. What the heck? Ey, renn, Kleiner. Oh mein Gott, renn! Was ist das für ein Auto? Jestli to zapiska na stolu? Brief. Mutter hat Nachtschicht im Gulag. Der Schrank ist zugeschlossen. Ich schließe meinen Schrank normalerweise nie zu. Kakova. Kto tam? Wer ist da? To jest mami. Čo jebeno ty tu delaješ? Ja jesem zatvoril dveri. Nás dopustila tvoja mama, dokol ty odsiedal zaklúčenie. Priateľ, kako ty? My mnogo priezývati za tebe. Ty to izviny za segodňa. My sme samo na tebe ozlobili sa za včeranie. Čo jebane? No, ty biegol i ostavil nás obhodiť v seju. Ty nás je brosil, Filip. Brosil? Da ja biežal k pani klubnike. Ja jes molil jej pomokti, ale ona mne nevieřila i pokarati mene za prank. Za prank, ktorý byl tvojej ideje. Dať sa mu ty, nám bylo zabavno.
Aha, samo. Kako i sa zavenzanjem šnurkov Agate. Ili mrtvoj krisoj na jejnoj partije. Nam bilo zabavno. Nihira! Mnje strašeni su tvoje pranki. One ne su smješne. Ja... Ja nechču s tobom više prijateljovati. Ty jesi žestoky. I ja padal iz tebe v bieda. I vopče, kde je Agata? Ona je tu, drug. What the heck, what das denn? Pusti nás. My prinesli tvoje najľubie keksy. Klubničný... Celú škatuľu. Znak pomirenia. Alter, mach doch nicht auf, das... What? Kde Agata? Ty jesi li neslyšal? Ona je pošla posikat. Skoro ty jej uvidíš. Tvoje najľubie klubničné kekse. Otvori i poprobuj. Da ist Agatas Kopf drin. Alter, der Junge ist doch voll der Psycho. Warum hast du den reingelassen? Hier drin ist ja nicht mal eine Toilette. Oh Gott, ich will das nicht aufmachen. Alter, das war richtig die Psycho-Story. Patreons, könntest du einer von sein? The Hole ist das nächste Spiel. Ja, ja. Sehr, sehr durch. Sehr, sehr gestörte Geschichte. Eigentlich eine ziemlich simple Geschichte, aber... Ich meine, ich habe nie so was Extremes in meiner Kindheit erlebt, aber wir hatten auch so welche, die immer wieder zu weit gegangen sind mit ihren Sachen. Wo auch ein schlechter Einfluss waren. Es gibt wirklich Kinder einfach, die sind ein schlechter Einfluss. Die haben zu Hause einfach keine Erziehung genossen und... Oder vielleicht, was ist das falsche Wort, keine Erziehung genossen. Oder die haben zu Hause wirklich schwere Probleme. Man weiß ja auch nicht, was bei Johann alles so abging. Und diese Probleme gehen natürlich auf das Kind über. Und dann natürlich auch auf dein Kind, wenn das andere Kind mit diesem Kind spielt. Jetzt habe ich sehr oft Kind gesagt. War das verwirrend? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, düster. Sehr, sehr düster die Geschichte. Aber auch ganz cool. Ja, Sprachausgabe war jetzt nicht Deutsch. Auch kein Englisch, aber ich finde, man kam gut mit. Also es war jetzt nicht so, dass man da jetzt nichts verstanden hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Liebe da lassen wollt, dann schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Jeder, der Prank in die Kommentare schreibt, bekommt auch noch ein Herz von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!